Und es geht weiter mit Runde 23. Da fangen wir gleich an mit 3 Wendeluftmaschen anstelle eines Stäbchens und dreimal ein ganzes Stäbchen, also sozusagen 4 ganze Stäbchen auf die 4 ganzen Stäbchen von der vorigen Runde. Ich schniefe immer noch, das tut mir leid. 7 Luftmaschen. Nun auf das erste Stäbchen 2 ganze Stäbchen, auf das zweite Stäbchen ein Stäbchen, also 2 Stäbchen und ein Stäbchen. Zwei Stäbchen ins erste Stäbchen, ein Stäbchen ins zweite Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte, nicht einstechen, sondern nur herumhäkeln, 2 Luftmaschen und ins nächste Stäbchen ein Stäbchen, ins nächste Stäbchen 2 Stäbchen. So, also da häkeln wir 2 Stäbchen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und 2 Stäbchen. Und wieder 7 Luftmaschen. Und 4 Stäbchen auf die 4 Stäbchen der vorigen Runde. Zwei. 3, 4 und wieder 7 Luftmaschen, 4, 5, 6, 7 und wieder auf das erste Stäbchen kommen 2 Stäbchen. Das werden dann so Blattmotive. Auf das zweite Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in den Zwischenraum. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen und 2 Stäbchen auf das zweite Stäbchen. Und wieder 7 Luftmaschen. Und 4 ganze Stäbchen auf die 4 ganzen Stäbchen der vorigen Runde. Da auch wieder darauf achten, dass du wirklich in das allererste Stäbchen schon einstichst, sonst geht sich das nicht aus. Und wieder 7 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. Ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und 2 Stäbchen. Und so weiter über die ganze Runde. Und die Runde endet nach diesem letzten Blätteransatz 7 Luftmaschen und eine Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche. Das war die Runde 23. Und weiter mit Runde 24. Jetzt gehen wir mit einer Kettmasche, schwindeln wir uns in das zweite Stäbchen. Das heißt, in die Mitte dieser 4 Stäbchen werden nun 2 Stäbchen gehäkelt, wobei das erste durch Wendeluftmaschen ersetzt wird. Also eine Kettmasche auf das zweite Stäbchen, 3 Wendeluftmaschen, ein ganzes Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Nun 6 Luftmaschen
und wieder zwei Stäbchen auf das erste Stäbchen. Also das wird wieder erweitert, dieses Motiv. Und ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Also 2, 1, 1. Zwei Luftmaschen. Und nun auf das mittlere Stäbchen ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen und noch einmal ein ganzes Stäbchen. Dabei achtest du wieder darauf, dass du in die Mitte des Stäbchens einstichst. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das erste, ein zweites Stäbchen auf das zweite Stäbchen und zwei Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Du siehst da, die sitzen, dieses V-förmige, diese zwei Stäbchen sitzen sehr schön in der Mitte über dem anderen Stäbchen. So, also 2, 1, 1 und so weiter. 6 Luftmaschen. Und wieder auf die Mitte der 4 Stäbchen 2 ganze Stäbchen, also auf die mittleren 2 Stäbchen 2 ganze Stäbchen und 6 Luftmaschen. Und wieder 2 Stäbchen auf das erste Stäbchen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Und noch einmal ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 2 Luftmaschen auf das mittlere Stäbchen. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und wieder 2 Luftmaschen. Und ein Stäbchen. Und ein Stäbchen. Und 2 Stäbchen. Und wieder 6 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen auf die mittleren 2 Stäbchen der nächsten Stäbchengruppe. Und 6 Luftmaschen. Und wieder 2 Stäbchen. Und ein Stäbchen. Und ein Stäbchen und 2 Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und wieder 2 Luftmaschen und so weiter und so fort über die ganze Runde und die Runde endet. Ich bin da beim letzten Motiv, aus dem dann Blättchen werden. 2 Luftmaschen auf das mittlere Stäbchen. Schön in die Mitte drunter einstechen. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und ein Stäbchen und 2 Stäbchen. Und 6 Luftmaschen. Und eine Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche vom Anfang, so wie immer. Und morgen geht es weiter mit 25 und 26. Viel Freude damit!